Ja, einen wunderschönen Tag. Putzig, mein Name, Dennis von den Straßenwächtern. Wir verteilen seit 15 Jahren Essen an Obdachlosen. Und da ist es so, dass wir heute die Weihnachtsgeschenkeaktion haben. 1775 Weihnachtsgeschenke für 2020 mit dem neuen Rekord. Haben wir uns vom letzten Jahr übertroffen von 175 Stück. Und die sind wir jetzt in der Innenstadt in Köln am Verteilen.